Shalom Aleichem. Ant ob mir du in unser Studio sehr hoschewe Gäst. Du sind die Akteuren von der Vorstellung Warten auf Godot, wo es ist heint sehr populär auf der jüdischer Gas in New York. In koidem Kol will ich vorstellen unsere Gäst. Du ist David Mandelbaum, der Direktor von dem jüdischen Theater Naim, jüdische Repertoire-Theater, richtig. Das ist ein doppelter Gast. Erstens ist ein Gast in New York. Das ist Rafi Goldwasser, der Führer, künstlerische Rundführer von dem jüdischen Lufttheater in Straßburg. In Shane Becker, was jeder kennt von unseren Zuhörern und von unseren Liebhaber von Shane Becker Show. Du sind in Hand unsere Gäste. Sie fehlen noch der Regisseur von der Vorstellung, Moshe Yasur, und der Akteur Avrum Hoffmann. Ich lasse mich neben in der Schmies, wie wir riefen mal im runden Tisch, wegen der Vorstellung. Es kommt im Call, mir dachte ich, dass es ist zum ersten Mal, wo es auf der jüdischen Bühne, öfter in den letzten 15, 20 Jahren, haben sich zu neu genommen professionelle jüdische redende Akteure, wo sie reden jüdisch nicht nur auf der Bühne, sondern auch äußer der Bühne. Es wem ist angefallen, erstens als ein Gedanke, und zweitens ist durchführen Davke in einer sehr bekannten Pjesse wie Samuel Beckett's Warten auf Godot. Es ist eigentlich ist das gewesen Davids Gedanke. Er ist gekommen zu uns, das heißt verschiedene Menschen mit 7, 8 Jahren zurück und gerät von dem, also er will schaffen ein jüdischen Repertoire-Theater, was so haben Akteuren, was kennen Tage der Sprache und haben eine Geschichte auf der jüdischen Bühne und so stellen ehrliche jüdische Pjäsen verneuern. Er soll euch ausschulen, jüdische Akteuren. Und das ist ein Kolum. Wir arbeiten auf dem Zweck. Aber wir haben schon geschaffen, die Pjäse. Es ist euch gewesen, Davids Gedank, als man soll stellen werden auf Godot. Wieso wir reden wegen David, und er sitzt zufällig. Soll er dir erzählen, wieso ist es ihm angefallen, hat er der absurdische Gedanke? Er ist mir schuldig. Also hat er mir gesagt, jeder Akteur und jeder jüdisch Mensch, ich mein, wenn er sagt jüdisch, meine ich, die Jüdischisten sind ein bisschen im Schuldig. Im Verwuss, weil wir reden später euch, ist Dios das Wort. Da ist es cool, aber ich wollte euch gleich eine Pjäse, was ist bekannt. Sie Menschen, die haben lieb Theater, Bechlau. In Godot ist eine von den berühmtesten und größten Meisterwerk für Theater. Nicht, weil sie nicht auf jedes, was sie spielt. Nicht, weil sie nicht auf jedes, du hast Sach. Als Sache, und ich hoffe, dass wir werden euch spielen für unser klassische jüdische Repertoire. Aber ich habe gewollt etwas, was Menschen werden sich interessieren zu sehen, was haben kein Mensch gehabt eine Ahnung, was ein jüdisches Theater oder ein Gedanke sei, werden einmal sehen jüdisches Theater. Und ich meine, dass wir haben Matzliach gewesen in dem, als Sache Menschen kommen, und als Sachmenschen suchen mir noch die Vorstellung. Ich habe gesehen schon etliche Mal Godot, etliche verschiedene Vorstellungen. Das ist der Beste, was ich habe gesehen. Weil jetzt verstehe ich, was ich habe kein Mal nicht gekannt verstehen, wenn ich gesehen die Pjäse. Es ist klar auf Jiddisch. Das heißt, es ist klar, als es eine jiddische Pjäse. Es ist klar, als etwas geschieht,
was hat er gekickt auf der ganze Absurdität. In verwus meiste ist es afidisch, dass er so klar in so zugepasst zu dem Absurd, was kommt vor auf der Biene. Kimat anderem Schuh, ja? Ja, oder mehr auf der Biene. Zwei Meter Schuh. Ich glaube, als Jiddisch ist eine Sprache, in welche die Verzweiflung, was ist schon in dem Text von Godot, wegen der Existenz, wegen etwas, was man kann öfter verstehen, aber man versteht nicht. Das ist, in der jüdischen Sprache ist schon da die Verzweiflung von dem Menschen. Was stellt die ganze Zeit Fragen, zu welchen ist er denn da entwärts, was sind weiter dicke Fragen? So, zu weiteren dicke Frage ist so weiter. Der Fall glaube ich, als jüdische Sprache ist sehr zugepasst zu dem spezifischen Text. Ich verstehe es, Bichlal, der Typ von jüdisch reden, wenn Aid stellt eine Frage und ein zweiter fragt ihn über dieselbe Frage, jeder ergibt ihm eine Antwort. Wie gehst du? Wie ich gehe? Das ist der Nussach von dem Schrauben in der Fahre des Efscher so natürlich für der Pjäse. Und du habe ich da eine Frage zu Schein, weil er es eigentlich auch der verriedigt, die Pjäse in das übergesetzt auf Mameluschen. Ist von deswegen hat er Gott Probleme beim Überzusetzen, wo Scheich sprach. Wo Scheich von einer Sprache von zweiter. Weil es ist bewusst, dass das, was klingt natürlich auf einer Sprache, ist nicht stimmt natürlich auf der zweiten Sprache. Es ist da äquivalent, was wir können verbreiten. Und sie darf man verbreiten. In noch eine Frage. Sie hat ja bewusst seine Gewalt verjüdischen, die Pjäse. Nicht nur mit der Sprache, nur auch mit verschiedenen assoziativen und traditionellen Ausdrücken. Sicher. Das ist schon etliche Frage mit einmal. Aber... Das ist auch ein Tiedisch. Ja, ja. Wenn man sich ausfragt. Oh, ja. Aber beim Übersetzen der Pjäse sind gewähnt Teilen, was haben sich ganz leicht gemacht von sich allein übergesetzt. Und sie gewesen teilen, was sie so angekommen mit Blut und auch gedacht, etliche Mal bearbeiten, bis wir haben sich nicht an ihm gesetzt beim Tisch und hat durchgeschmust, wie man soll das sagen und beschlossen allein, was das heißt zwischen sich, zusammen mit Meuschen, dem Regisseur und mit Beate Heinz, ein Freund, die Dramaturgen von der Pjäse. Wir sind da durchgegangen. So steht der Name Thomas von Englisch und von Französisch. Kein Französisch kenne ich nicht, man kann mich verkaufen auf Französisch. Aber man hat mich geguckt, die deutsche Übersetzung. Und teilweise haben wir gefunden, dass er hat euch nicht gekannt übersetzen auf Deutsch, der deutsche Übersetzer. Hat er etwas anders gemacht, sondern wir gegangen in jene Richtung. Aber auf wie viel ich weiß, ist Bichlal verwehrt von der von die, die halten die Rechte auf der Pjäse, etwas zu ändern in der Pjäse. Wir haben sie gesagt, dass wir wollen mal gucken, die Übersetzungen. Und als wir wollen übersetzen, nicht Wort bei Wort, aber Leute nicht jung. In Asso haben wir gefunden, zum Beispiel, als Beckett schreibt, wegen a weeping willow, a weinende Gewerbe. Ich habe es nicht gefunden auf Jiddisch. Man wollte verstanden. Und es ist auch da a treure Gewerbe, was man kann finden, was Deutsch kaufen. Aber es ist da also ein Witz wegen Bäumen. A weeping willow, no more weeping. Also es ist schon teut. A weinende Gewerbe, a weint schon mehr nicht. Man wollte gekannt sagen, der Eulen wollte verstanden. Aber es ist schon auf Jiddisch. La Havdel, als Meist Chaser, soll es rinnen über der Bord. Vor was nicht reden von Ascheinerbäum. In über Ascheinerbäum, was ist euch an mein Werbe? Mehr nicht kein Wurz. Sagt Estragan, an abgeschlagener Ascheinerbäum. Hat das demselbigen Sinnen,
like nicht dem genauen beteint. In also ist es gewohnt ein bisschen mehr Jiddisch, aber ich meine, es passt sich zu der Pjäse.